Und im heutigen Video geht es um die Schneerosen oder Christrose, die Heliburnus nigra. Es ist oft, dass man im Winter so eine Blume geschenkt kriegt, da ist Mitbringsel. Die schaut dann so aus und blüht recht wunderbar schön. Und meistens dann nach 3 Wochen ist kaputt. Normalerweise die Schneerosen sind ja Freilandpflanzen, darum geht es ja drinnen meistens ein. Sie gehört also, sobald es verblüht ist, irgendwie im Winter kühl gestellt. Wenn man jetzt in einer Region lebt wie bei uns, wo wir nur minus 20 Grad haben, wird es das nicht aushalten, weil es im Winter vorgetrieben ist. Darum ist es wichtig, dass man es einfach nach der Blüten irgendwo kühl und schattig hinstellt, nicht zu finster, und bis im Frühling drinnen lässt. Und erst im Frühling, dann im März, wenn die Temperaturen wieder wärmer werden, kann man die raussetzen. Das ist ganz wichtig. Wenn man es raussetzt, die Christrose, sollte man sie eher einen Schottingplatz suchen. Ganz wichtig ist, sie liebt Humus und ist kalkliebend. Also wenn man in einer kalkarmen Gegend ist, dann sollte man in die Erde rein irgendwie Kalkstein also bringen. Wenn man das macht, so, dann blüht sie jedes Jahr wieder, vermehrt sie und man hat lange Freude damit.